Moment entgegen. Erst wenn es dunkel wird, geht es richtig los. Nach einem Freilos in der ersten Runde zieht MTV nun in Runde 2 gegen das Team Real Life zu Felde. Das MTV-Team Cockroach, Sniper, Fritz, Hellwufer und Audi kauft für ein paar tausend Dollar Spielgeld erstmal Waffen. Keine HE. Ich hab HE. Ich hab mir die zweite HE gekauft. Nicht alle bitte. Geh nach hinten durch, Audi. Mit Mikrofonen und Kopfhörern tauscht man während des Spiels Kommandos aus. Jedes Geräusch verrät die Position des Gegners im Spiel. Auf der Rampe von hinten zwei. Entschärf, ich deck dich. Ja. Einer im Häuschen. Ein AK. Nein. Warum hast du nicht entschärft? Ich hätte es doch gedeckt, ich hab's doch gesagt. Missverständnisse im Funkverkehr fordern immer Opfer. Diesmal hat es ausgerechnet Newcomer Christoph alias Auti erwischt. Auti ist tot. Er muss bis zum Ende der Runde warten, um wieder aufzuerstehen. Dieser ganze taktische Element von Counter-Strike, dass man sich wirklich Taktik überlegen muss, dass man im Team agieren muss, man muss halt sehr diszipliniert kommunizieren, damit das alles funktioniert. Überhaupt muss die Disziplin im Team sehr hoch sein, um zum Erfolg zu kommen. Man sieht dann halt, wie die Partner sich formieren, wie man zusammen, also wir nennen das Team-Move, also wie wir zusammen eine Position angreifen. Man sieht ja wirklich dann den anderen da spielen und ja, dieses Gefühl von der Zusammenarbeit macht schon sehr großen ja, sehr großer Faktor. Mit Rampe. Bombe. Einer rechte Rampenseite. Inzwischen ist Auti wieder auferstanden. Und jetzt zeigt er, was er drauf hat. Er macht die Punkte zum Ausgleich und zum Sieg von MTV. Nice. Jawohl. Ja. Das war das Unentschieden. Ja. Das erste Spiel gewinnt MTV mit links. Sie haben mehr Bomben explodieren lassen und mehr Antiterroristen getötet als die Gegner. Bombe liegt hier. Ja. Der darf jetzt hier sofort töten. Azaz. Lauf nicht vor mir rum. Du bist hier. Ja, der ist bei mir. Out. Könnte gleich durchs Loch reinkommen. Cheater, du. Wenn nicht, dann... Ich hab kein Geld. Wir haben uns eigentlich, nachdem unser Gegner 3 Terror-Wins machen konnte, also wir mussten dann 4 machen, um zu gewinnen, haben wir uns dann erstmal auf eine ziemlich langsame Taktik verlegt. Also wir haben so ein bisschen vorgetastet, geguckt, wo der Gegner seine Schwächen hat, wo die etwas schwächeren Gegner, an welchen Positionen die stehen, und haben dann überlegt, wo wir eben durchbrechen können am einfachsten. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir haben die erste Runde gewonnen und dann sind die nächsten Runden im Grunde nur Formsache. Schaltest du komplett ab, wenn du spielst? Also da siehst du kein Blut mehr oder wie ist das? Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das hat nichts irgendwie mit Morden oder mit Blut oder irgendwas zu tun. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist wie wenn man Fußball spielt und einfach versucht, den Ball ins Tor zu kriegen. So versucht man halt die Leute dann zu eliminieren, so ungefähr. Das hat also nichts mit Blut oder irgendwie sowas zu tun. Oder? Ja, das nimmt man nicht so wahr, dass man jetzt Leute wirklich tötet. Für mich war das von Anfang an ein Spiel und ich fand das auch mal ganz witzig. Ich habe das auch nie ernst genommen. Und man tötet den Gegenspieler, aber denkt sich dann nicht, oh, das ist jetzt toll, den getötet zu haben, sondern es ist einfach so, cool, jetzt sind noch 4 Gegner da zu eliminieren, bis wir die Runde gewonnen haben. Und das heißt Blutspritz, wenn ich dem in den Kopf schieße, wenn das Blut nicht da wäre, wäre mir das auch egal irgendwie. Ja, der einzige Vorteil ist halt das Blutspritz, dass man auf Distanz schon sieht, dass man einen guten Treffer gelandet hat. Sonst wäre es wirklich egal, ob es da wäre oder nicht. In der deutschen Version von Counter-Strike, die hier allerdings niemand spielt, ist das Blut inzwischen grün. Dafür hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gesorgt.
Im Gegensatz zu über 300 anderen Computerspielen aber ist Counter-Strike nicht indiziert worden. Selbst nach der Tragödie von Erfurt nicht, obwohl Kritiker meinten, der Amokläufer habe offenbar Counter-Strike-Strategien nachgeahmt. Counter-Strike aber wurde von der Prüfstelle eine soziale Kompetenz bescheinigt. Vielen bleibt der Terrorkrieg trotzdem suspekt. Kein Wunder, dass sich die virtuellen Scharfschützen inzwischen argwöhnisch beobachtet fühlen. Das geht vielen Spielern auf die Nerven, jetzt in einen Topf geworfen zu werden mit Leuten, die einfach Mist gebaut haben, total Mist, wie Erfurt, dass das dann auf die Computerspiele im Allgemeinen bezogen wird von den Medien, dass die das alles über einen Kamm scheren. Das geht uns auf die Nerven. Freitag, 24 Uhr. MTW hat inzwischen weitere Gegner gedemütigt. Bloß Autis Rechner ist ein wenig erschöpft. Funktioniert hoffentlich. Und dann bin ich auch wieder einsatzbereit. Was denkst du? Ja. Steffen, was ist jetzt passiert mit dem Computer? Ja, also die Temperaturmessung zeigt an, dass dein Rechner ein bisschen heiß wird. Und dadurch verrechnet er sich dann manchmal und stürzt dann ab. Und ja, da müssen wir jetzt mehr kühlen. Ist nicht so einfach hier. Ja, es scheint dann doch schon ziemlich warm hier unter den Tischen zu sein. Auch wenn andere sich beschweren, dass sie frieren, ist es in dieser Ecke ziemlich warm. Computergenies trifft man auf LAN-Partys so viele, wie es technische Pannen gibt. Während Hellwufer noch Autis Computer repariert, werden in ihrem Hallensegment plötzlich die Bildschirme dunkel. Terroristen wie Counterterroristen geht mit einem Schlag der Saft aus. Den Hobbyspielern in der Halle macht die Zwangspause wenig aus. Aber die Star-Teams, die noch im Wettbewerb sind, werden nervös. Das Problem ist, dass wir leider zurzeit keinen Strom haben. Alle anderen haben noch Strom, einige haben keinen mehr. Und das hat das Netz einfach überlastet. Das liegt aber daran, dass jemand eine Dose hat. Einer sich nochmal reinhängt, der nächste nochmal, dann ist der Widerstand zu hoch einfach und dann schafft es die Sicherung nicht. Samstag, 2 Uhr, das Turnier wird unterbrochen. Die Veranstalter werden die ganze Nacht brauchen, um den Stromausfall zu beheben. Nur die Hobby-Daddler können ungerührt weiterzocken und sind die ganze Nacht nicht von ihrem Rechner zu trennen. Nicht mal fürs Remouladenschnittchen. Wahre Cracks wie Steffen nutzen die Pause, um sich ein paar Stunden auszuruhen und die Kampfszenen im Traum wieder und wieder durchzuspielen. Gerade in so einem müden Zustand auf einer LAN-Party, man schließt die Augen, um sich ein bisschen auszuruhen, da gehen auf jeden Fall noch einmal einem die guten Spielaktionen oder die schlechten vor Augen. Aber ich denke, das ist einfach das Analysieren, wie wenn da jetzt so einer, der da die Rodelbahn runterrodelt, da mit dem Eisschlitten, da geht ja auch jede Kurve im Kopf durch. Und das ist vielleicht vergleichbar, dass man da so seine Fehler analysiert und sich dann so im Kopf versucht zu verbessern. Ja, aber geträumt noch nie. Geht ja, oder? Doch, also wenn man auf einer LAN-Party schläft und dann am nächsten Morgen weiß man hat zum Beispiel Finale, ein wichtiges Spiel, dann träumt man, also ich träume da teilweise doch schon von. Dass du in der Welt da rumläufst, ja, oder dass du spielst? Dass ich das spiele. Ja, das ist ja was anderes. Aber du träumst das nicht, das nein, Spiel. Nein. Ja, das Spiel träume ich nicht. Aber ja, ich überlege mir, wie wir das machen, also im Traum. Und Das habe ich so, wenn ich so döse. So. Samstagmorgen, die Kopfschmerztablette liegt griffbereit.